Das Oktoberfest ist nicht nur in München ein Highlight, auch hier gleich neben Bayern verspürt man die besondere Atmosphäre. In Schneeberg, im Alterswohnsitzgut Glesberg, wird heute ein Stück bayerische Tradition lebendig. Zwischen weiß-blauen Fahnen und fröhlicher Musik feiern die Bewohner ihr eigenes Fest. Obwohl wir nicht auf der Wiesn sind, sondern im erzgebirgischen Schneeberg, steht die Gemeinschaft und die Freude genauso im Mittelpunkt wie in München. Nicht jedes Fest ist so groß wie jetzt das Oktoberfest oder die Bewohnerweihnachtsfeier. Es gibt auch manchmal so kleine Feierlichkeiten, Festlichkeiten, die wir hier für unsere Bewohner ausrichten. Schwerpunkt wird auf jeden Fall auch unser Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder sein, den wir jetzt schon viele, viele Jahre mit Unterstützung der Stadt und mit Unterstützung von verschiedenen Firmen hier ausrichten können. Die anstehenden Feste stehen nicht nur im Zeichen der Freude und Geselligkeit. Hinter den Kulissen bereitet die wirtschaftliche Lage zunehmend Sorgen, wie Geschäftsführer Jens Brettschneider uns sagt. Steigende Kosten, insbesondere durch die Energiekrise und allgemeine Lebenshaltungskosten, stellen auch Einrichtungen wie das Gut Glesberg vor große Herausforderungen. Diese Kostensteigerungen treffen vor allem die Pflegebranche hart, da viele Ressourcen wie Personal, Verpflegung und Betriebsmittel immer teurer werden. Hinzu kommen veränderte politische Bedingungen, die die Finanzierung weiter erschweren. Trotz dieser schwierigen Umstände versucht das Team um Jens Brettschneider das Wohl der Bewohner an erster Stelle zu halten und ihnen weiterhin ein liebevolles Zuhause zu bieten. Der Druck ist jedoch spürbar und es braucht kreative Lösungen, um die hohe Lebensqualität im Haus zu sichern, ohne dabei Abstriche bei der Pflege oder den Angeboten machen zu müssen. Die Kosten sind natürlich ein großes Problem, weil die Tendenz auch weiterhin nach oben zeigt. Und solange die Rahmenbedingungen von unserer Politik nicht maßgeblich verändert werden, wird das auch eine große Herausforderung bleiben. Sowohl im stationären Bereich, auch in der Tagespflege sieht man das immer wieder, dass natürlich steigende Kosten gerade bei solchen Wahlangeboten dazu führen, dass man manchmal aus Kostengründen das nicht so wahrnehmen kann, wie das vielleicht auch notwendig wäre, wie es auch Unterstützung bieten würde, wie es für die Menschen einfach gut wäre. Das merken wir auch im ambulanten Dienst, dass das immer wieder eine Herausforderung ist. Und dem muss man sich mal stellen und da muss man auch Abhilfe schaffen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Gut Glesberg ein Ort der Begegnung und Freude, der seinen Bewohnern Abwechslung im Alltag bietet. Eine besondere Bereicherung sind dabei die Kooperationen mit den umliegenden Kindergärten. Der Streichelzoo des Hauses sorgt nicht nur bei den Kindern des Kinderhauses Neustädtel, die regelmäßig zu Besuch kommen, für Begeisterung. Er bietet auch den Bewohnern die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kindern Zeit zu verbringen, zu basteln, zu singen und zu lachen. So werden die finanziellen Belastungen durch wertvolle menschliche Erlebnisse ein Stück weit aufgefangen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt heute das Mondputzer-Duo. Sie haben nicht nur ein breites Repertoire, sondern auch einen außergewöhnlichen Namen. In Tscholau ist irgendwann mal einer betrunken in eine Pfütze gefallen und ist rausgekrochen, hat gesehen, der Mond in der Pfütze war dreckig und hat angefangen, in der Pfütze den Mond sauber zu putzen. Seitdem sind die Tscholauer Mondputzer und wir beide sind aus Tscholau. Unser damaliger guter Freund, bei dem wir immer in der Gartenkneipe gespielt haben, hat uns dann in der Zeitung einfach den Namen verpasst. Seitdem sind wir das Mondputzer-Duo. Rausgeputzt sorgen die beiden auch heute für gute Laune und glänzende Augen. Das Oktoberfest im Gut Glesberg zeigt, dass Lebensfreude keine Altersgrenze kennt und gibt den Bewohnern Geborgenheit und Freude. Wo feiern wie diese, ein Lächeln auf die Gesichter zaubern und die Gemeinschaft gestärkt wird.